Hallo, liebe Schwerli-Freunde. Heute habe ich vorbereitet für euch ein kleines Osternest aus verschiedenen Zweigen. Das ist nicht gebunden, sondern gewickelt. Das heißt also, ich winde die ganzen Zweige umeinander. Das ist so ein relativ dichter Kranz, den ich dann so ein bisschen eng mache als Nest. In die Mitte habe ich diesmal so ein ganz schickes, schwarz gefärbtes Straußenei gelegt und alles andere wird hintereinander miteinander verwoben und gewunden. Das dauert ein bisschen länger, deshalb machen wir das heute mal im Zeitraffer und ihr kriegt die Erklärung dann dazu als Text. Auf geht's! Der Zeitraffer hat es euch gezeigt, wie es geht. Jetzt ist das Kränzchen oder das Nest fertig. Ihr habt es gesehen, ich habe hier Narzissen mit Zwiebeln reingefügt, verschiedene Eier, Wachteleier, Hühnereier und das dicke, fette Straußenei in der Mitte. Und alles ist so miteinander verwoben und gewunden, ein bisschen zum Fixieren, etwas Draht. Und damit die Zwiebelchen besser halten, habe ich die auch noch hier und da mal festgeklebt. Das war's.